Ich freue mich drauf. Ich glaube, ich werde Spaß haben während dieser Vorbereitung auf das erste Stadtexamen. Wie jedes Semester sagt man am Anfang, ich werde alles fleißig lernen, ich werde alle Vorlesungen besuchen. Und das ist immer nicht der Fall. Ja, ich bin sehr lange gelaufen, etwa 65 oder 70 Minuten. Vorbereitung aufs Physikum geht los. Guten Morgen. Heute ist der 17. September und es ist, glaube ich, fast anderthalb Monate, sogar mehr, seitdem ich das letzte oder den letzten Vlog aufgenommen habe. Und heute freue ich mich drauf. Unser Semester beginnt nicht morgen, also morgen ist Montag, heute ist Sonntag, sondern in der übernächsten Woche. Da haben wir einen Anatomie-Bildgebungskurs, so eine Woche, und danach fängt das Semester an, Anfang Oktober. Aber ich mache jetzt ein Praktikum für die experimentelle Medizin. Ich habe euch schon davon erzählt, irgendwann. Ich studiere neben Humanmedizin auch experimentelle Medizin und da machen wir Praktika in den Ferien oder in der vorlesungsfreien Zeit. Und jetzt mache ich ein Praktikum. Ich habe schon eine Woche gemacht und habe noch eine Woche. Und die Vorbereitung auf das Physikum hat so zum Teil angefangen. Womit lerne ich für das Physikum? Wie bereite ich mich vor? Das besprechen wir so im weiteren Verlauf des Videos und mal schauen, was ich heute mache. Es ist jetzt etwa 13 Uhr. Ich bin vor einer Stunde oder so aufgestanden, also heute gar nicht früh aufgestanden. Ich habe Hunger, ich esse mir was und danach fängt das Lernen an. Ich mache auch heute auf jeden Fall Sport und mal schauen, wie das Video läuft, wie der Tag weiterläuft. Bis gleich. Es regnet jetzt draußen sehr, sehr, sehr stark. Seit so 10 Tagen sehen wir die Sonne kaum. Es regnet die ganze Zeit oder der Himmel ist voller Wolken. 14 Uhr jetzt und ich möchte letztendlich den Tag anfangen und lernen. Und ich lerne gerade mit Via Medici, mit diesen Lernplänen. Wahrscheinlich habt ihr schon was davon gehört, wenn ihr Mediziner seid. Es gibt für das Physikum zwei Lernpläne auf Via Medici. Einmal die 40 Tage und einmal 60 Tage. Und ich mache zunächst einmal die 60 Tage, sodass ich alles durchlese. Ich lerne nicht, also ich schreibe mir nichts oder mache keine Anki-Karten oder setze mich und dann alles auswendig lernen. Das mache ich noch nicht. Ich würde jetzt durchlesen und Fragen kreuzen. Da gibt es auch natürlich Physikumfragen und da würde ich kreuzen, sehr viel wie es geht. Und ich finde es nicht schlimm. Ich dachte mir, dass ich ganz scheiße gelernt habe in den letzten Semestern. Das ist eigentlich der Fall bei einigen Fächern, vor allem Anatomie. Aber jetzt fange ich mit Anatomie an. So geht der Lernplan und das ist praktisch eigentlich, weil wie gesagt, übernächste Woche habe ich Anatomie-Bildgebungskurs und da muss man ein bisschen Anatomie wiederholt haben, weil wir da in der Klausur Anatomie-Fragen auf jeden Fall haben würden, plus Bilder und so. Mal schauen, ich weiß noch nicht genau, wie da die Klausuren aussehen, aber man braucht sowieso Anatomie und ich würde versuchen, von jetzt bis zur Klausur, die Klausur ist noch in einem Monat oder so, von Anatomie-Bildgebungskurs, dass ich Anatomie wiederholt habe. Eigentlich auf dem Lernplan ist es 10 oder 11 Tage geplant für Anatomie, aber ich würde wahrscheinlich mehr Zeit brauchen. Ich gehe langsamer, als ich gehen sollte, weil man so viel lernen muss an einem Tag mit diesen Lernplänen. Zum Beispiel diese 60 Tage mit Anatomie, der erste Tag soll 34 Module haben und das habe ich noch nicht geschafft. Ich lerne langsamer, aber ich glaube, mein Tempo wird sich verbessern mit Zeit, weil ich davor im Urlaub war und gar nichts gelernt habe und ja, man braucht ein bisschen Zeit, um so in the flow zu sein wieder. Ich werde auf jeden Fall schneller lernen müssen, damit ich diesen Plan während des Semesters schon gemacht haben würde, so dass ich nach den Klausuren von diesem Semester, wir haben etwa 2 Monate dann frei,
dass ich da den Plan nochmal mache. Mal schauen, wie das läuft. Vielleicht ist das nur theoretisch am Anfang, wie jedes Semester sagt man am Anfang, ich werde alles fleißig lernen, ich werde alle Vorlesungen besuchen und dann alles nacharbeiten und dann brauche ich für die Klausuren fast gar nicht zu lernen. Und das ist immer nicht der Fall, aber mal schauen. Und ich möchte besser lernen. In einigen Klausuren in den ersten drei Semestern habe ich nur für die Klausur gelernt. Also es war nicht so tiefes Lernen, es war nur Klausur bestehen, meistens war das mit guten Noten, aber das war nicht so langfristiges Lernen. Obwohl man als Facharzt zukünftig viele Sachen von dem nicht genau braucht, aber immerhin finde ich es nicht schlimm, wenn man gut lernt. Mal schauen, wie gesagt, wir sind immer noch am Anfang. Ich bin immer noch am Anfang des Lernens für das Physikum. Vielleicht sage ich jetzt das und danach lerne ich nur für das Physikum. Mal schauen, wie es geht. Jetzt 3 bis 4 Stunden lernen und danach Sport. Ich hoffe, dass der Regen da gestoppt hat. Ich würde heute nur joggen gehen und keine Resistance Training machen. Vorgestern habe ich mit einem Freund von mir trainiert und das war ein sehr langes, intensives Workout, so dass ich mich bisher so ein bisschen Schmerzen habe in vielen Muskeln meines Körpers. Heute gehe ich nur joggen, aber lange. Ich möchte 1 Stunde joggen gehen. Das habe ich seit langem nicht gemacht. Ich mache jetzt mal so etwa 30 Minuten durchschnittlich. Mal schauen. Bis gleich. Ich habe so 2,5 Stunden gelernt, natürlich mit Pausen inzwischen. Und jetzt mache ich eine Pause und ich werde was hochladen auf meinem Instagram und Facebook und so. Wenn ihr mir da nicht folgt, worauf wartet ihr? Ihr findet den Link zu meinem Konten unten in der Beschreibung des Videos. Und zwar, ich werde einen Text publizieren, sozusagen veröffentlichen oder hochladen, wie auch immer man das nennt. Seit so 2-3 Monaten schreibe ich Texte, aber auf Arabisch und veröffentliche ich diese Texte. Die sind so wie kurze Geschichte oder Gedanken, die ich habe. Ich versuche, die so in Worten auszudrucken. Ich finde das Schreiben so die beste Methode oder die schwierigste Methode des Denkens. Deswegen habe ich versucht, in den letzten so paar Monaten mehr zu schreiben. Natürlich würde ich nicht alles immer auf dem Internet hochladen. Einige Sachen sind privat und einige kann ich mitteilen. Und jetzt teile ich einen Text auf Englisch mit. Nicht auf Arabisch dieses Mal. Und das ist ein Text, den ich auf Arabisch geschrieben habe vorher. Und jetzt habe ich den Text übersetzt und werde ich es hochladen. Das mache ich jetzt in meiner Pause und dann lerne ich ein bisschen weiter und danach Sport. Und den Link zu diesem Text werde ich wahrscheinlich auch in der Beschreibung dieses Videos lassen. Es ist jetzt 5:30 und das ist hier mein Pre-Workout, Kaffee und Bananen. Und ich lerne davor und zwar Plexus brachialis und das wird Ewigkeit dauern. Mal schauen, wie lange ich brauche. Ich mache das fertig und dann gehe ich raus. Hallöchen, es ist jetzt 6:30, habe fast nichts gelernt, muss ich zugeben. Ein bisschen Zeit verschwendet und konnte mich irgendwie nicht konzentrieren. Ich brauche Bewegung, deswegen gehe ich jetzt raus. Heute gehe ich joggen. Hab gesagt, wahrscheinlich, ich habe vergessen, ob ich euch erzählt habe oder nicht. Sowieso, ich möchte zumindest 1 Stunde laufen. Mal schauen, ob ich das heute schaffe oder nicht. Ich habe ein gutes Gefühl und ich habe mich gestern fast nicht bewegt. Deswegen muss ich heute ein bisschen Energie haben, um das zu schaffen. Los geht's. So, es ist jetzt 9. Ich bin gar nicht müde, überraschenderweise. Ich bin sehr lange gelaufen, etwa 65 oder 70 Minuten und ich habe 10 Kilometer gemacht. Und das finde ich cool. Ich habe das seit 2 Monaten wahrscheinlich nicht gemacht.
Und zwar, ja klar, ich habe mich am Ende so ganz müde gefühlt, aber danach, jetzt nachdem ich mich geduscht habe und so, fühle ich mich ganz gut. Und ich mache jetzt ein paar Sachen. Ich habe Wäsche, zu viele Wäsche. Ich gehe unten und er macht das und dann weiter lernen. Ich schlafe heutzutage so gegen 1 oder so und ich lerne bis dahin wahrscheinlich. Ansonsten muss ich morgen so gegen 9 Uhr aufstehen. Mein Praktikum fängt morgen um 10 an und dann stehe ich so 9 Uhr, 9:15 Uhr auf. Ich habe zwar noch nicht richtig angefangen, aber ich finde es nicht schlimm, wenn ich so weitermache. Ich hoffe, dass ich so weitermache und nicht aufgebe. Mal schauen. Bis gleich. Hallöchen, meine Lieben. Ich habe gestern gestoppt, habe keine weiteren Videos gemacht. Ich war ein bisschen beschäftigt und jetzt bin ich im Labor. Gerade mache ich ein Praktikum für Zellbiologie und das ist für den zweiten Studiengang Experimentelle Medizin. Und es ist immer so, dass in den ersten paar Tagen man gar keine Ahnung hat, was man da machen soll. Erst in der zweiten Woche oder so fängt man an, ein bisschen zu verstehen, was man zu tun hat. Und jetzt, heute ist Montag, das ist die zweite Woche schon. Und ja, ich habe einigermaßen Spaß. Hey, nochmal. Ich habe aufgehört, Videos aufzunehmen, an dem Tag, wo ich eigentlich dieses Vlog machen wollte. Es ist schon eine Woche her, glaube ich. Ich habe mein Praktikum abgeschlossen. Ich glaube, ich habe euch gezeigt, was ich da gemacht habe. Es war ein cooles, entspanntes Praktikum. Und jetzt habe ich einen Anatomie-Bildgebungskurs an der Uni. Das ist für Humanmedizinstudium, nicht für das andere. Und es macht sehr, sehr viel Spaß soweit. Es besteht aus 4 Tagen, also Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag. Heute ist Mittwoch, also heute haben wir frei. Und es ist zu lang. Jeden Tag haben wir von 8 bzw. 9 Uhr bis 18 Uhr. Jeden Tag von diesen 4 Tagen. Aber es macht sehr viel Spaß. Wir machen viel. Wir lernen vieles mit Sonographie, Ultraschall. Also das gleiche Sonographie, Ultraschall und CT und Röntgen und viele andere Sachen, die viel Spaß machen. Und heute habe ich frei, wie gesagt. Für das Physikum habe ich nicht mehr gut lernen können, seitdem wir mit diesem Kurs angefangen haben, weil es ja sehr zu zeitaufwendig ist. Man geht nach Hause ganz müde und ich muss für diesen Kurs lernen, weil wir die Klausur nach 2 Wochen haben. Aber ich finde es nicht schlimm. Jetzt mache ich ein bisschen Sport. Ich gehe jetzt joggen, 30, 40 Minuten. Danach mache ich ein paar Übungen und dann wieder nach Hause. Ich bearbeite dieses Video, aber ich weiß nicht, ob heute. Das weiß ich nicht. Vielleicht, ich muss sowieso ein Video hochladen auf die beiden YouTube-Kanäle, Arabisch und Deutsch. Es ist schon eine Woche auf die beiden. Und ich glaube, das ist jetzt der letzte Teil des Vlogs, also das letzte Video. Ich hoffe, dass es euch irgendwie gefallen hat. Ich hoffe das, weil dieses Vlog ein bisschen komisch war. Aber es ist hoffentlich ein Anfang meiner Vorbereitung auf das Physikum. Ich werde versuchen, regelmäßig Videos über das Physikum zu machen, zumindest über meine Reise mit dem Physikum oder mit der Vorbereitung auf das Physikum. Ich freue mich drauf. Ich glaube, ich werde Spaß haben während dieser Vorbereitung auf das erste Staatsexamen. Und ich hoffe, dass ihr durch diese Reise auch Spaß haben würdet. Und jetzt sind wir zum Ende des Videos gekommen. Ich fange jetzt an zu laufen. Schneller natürlich. Bleibt gesund, mein Lieben, und bis bald.